Meine Damen und Herren, der Oberbürgermeister dabei ist natürlich eine Menge dabei. Ich hatte mich vor Ihrem Beitrag gemeldet. Ich muss jetzt kurz sagen, dass ich die Verknüpfung von Kritik an dieser Neuausrichtung der GNH mit der Aussage, man habe dort schlechte Arbeit geleistet bei Kolleginnen und Kollegen, beziehungsweise man würde sich gegen die kommunale Versorgung oder gar für Privatisierung Einsätze mit Verlaub gesagt, ganz freundlich gesagt, gefährlich verkürzt. Also das ist weder von uns gesagt worden oder ist da irgendwie rauszulegen. Im Zuge der Neuausrichtung ist auch die Zukunft der SWA angesprochen worden von mehreren Verordneten auch bisher. Die Forderung der Kolleginnen und Kollegen ist relativ eindeutig, man will am Standort bleiben und man will in der GNH bleiben. Und in diesen Forderungen stehen wir an der Seite der Beschäftigten. Zu den Defiziten der SWA hat der Genosse Getschmann ja schon viel gesagt, dass die strukturellen Vorgaben für diese Defizite sind. Sie liegen in der Privatisierung, in der Marktorientierung, in den DIGs etc. Man muss aber auch dazu sagen, dass natürlich in die sogenannten Defizite der SWA Kosten einfließen, die nicht originär durch die SWA verursacht wurden. So zum Beispiel die Abwicklung des Fasanenhofs. Ich sage nur 24 Stunden Security zur Bewachung der Gebäude über 6 Monate. Das kostet was und das ist allein in der Bilanz der SWA. Das geht natürlich so nicht, das ist natürlich eine Gesamtausgabe eigentlich des Konzerns. Der Standort ist, das wird den meisten bekannt sein, sehr gut geeignet. Er ist umgeben von Wohnungen, die beworben werden, unter anderem mit ihrer Nähe zur guten Versorgungseinrichtung der SWA, deren Kolleginnen und Kollegen natürlich, wie alle Kolleginnen und Kollegen im Klinikum, sehr, sehr gute Arbeit leisten und am Rande des Machbaren stehen. Das ist der Kasse Linken wahrscheinlich mit am meisten bewusst. Wir reden mit den Kolleginnen und Kollegen. Es liegt auch im Aufsichtsrat seit einiger Zeit ein Konzept vor zur Reorganisierung der SWA. Die ganze Nummer kostet 13 Millionen Euro, ist aber nicht mehr Thema, weil es jetzt nicht ins gesamte Konzept passt. Dort war ein durchaus standortverbindender Aspekt drin, in Fasanen und so weiter, will ich nicht länger darauf eingehen. Maßstab für uns muss sein, was notwendig ist, nicht was marktwirtschaftlich machbar erscheint. Wir stehen an der Seite, ja, was brauchen wir, was brauchen die Kolleginnen und Kollegen, was brauchen die Patientinnen und Patienten, was brauchen Sie, was brauchen die Leute, die Sie gewählt haben in der Gesundheitsversorgung. Das ist der Maßstab für kommunale Gesundheitspolitik. Wir stehen an der Seite der Beschäftigten im Bestreben zum Erhalt ihrer Arbeitsplätze, einer Neustrukturierung, die Schließung von Krankenhäusern und Seniorenheimen umfasst, kann die Kasse Linke nicht zustimmen. Die Koppelung dieser Gelder ist nicht zulässig und ist falsch politisch. Ich erinnere mich, dass die Schließung des Fasanenhofs 2016 verteidigt wurde mit dem Argument Arbeitsplatzsicherung am Lindenberg. Das ist der Lindenberg dran. Das ist nicht im Interesse der Beschäftigten. Die verlieren dabei nämlich ihre derzeitigen Arbeitsplätze. Die 27,7 Millionen dienen dem Un- und Ausbau des Klinikums, nicht der Beschäftigungssicherung. Und daher lehnen wir die Vorlage ab. Dankeschön.